Seacrouts. Hallo, Seacrouts-Freunde. Willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal. Eine kurze Expressflaschenpost kurz vor meinem Hockenheim-Urlaub sozusagen. Ich möchte euch nochmal die Nachrichten von eben gerade näher bringen. Und zwar geht es um die gewerteten Gefechte, die jetzt nochmal aufgelegt werden. Und zwar als Sprint diesmal. Ihr seht es hier schon, es wird zwei Saisons geben. Einmal vom 19.10. bis 31.10. 12 Tage lang 6 gegen 6 und im Anschluss daran genau nochmal 12 Tage lang 8 gegen 8. Wie soll das alles stattfinden? Welche Regeln gelten? Prinzipiell kann man sagen, grundlegend sind die Regeln sehr ähnlich zu den alten gewerteten Gefechten, wie ihr sie schon kennt. Aber es gibt auch ein nettes neues Feature, nämlich Divisionen. Divisionen sind in Zukunft möglich bei diesen Sprint-Gefechten hier. Und ja, wir erzählen euch jetzt alles dazu, was jetzt so vorgestellt werden kann. Gut, wir haben hier 10 Ränge. Damit geht es eigentlich los. Das sind also nicht 24, 22 oder was das da waren, sondern es sind nur 10 Ränge verfügbar. Und das erste Wichtige dazu ist, Rang 10 und 9 wird keine Sterne verlieren, wenn ihr Gefechte verliert. Das bedeutet, es werden immer nur die Siege gezählt und ihr müsst dann erstmal schon mal 3 Gefechte gewinnen. Jeder Spieler beginnt auf Rang 10, egal welche Erfahrungen da vorher existierten. Es werden keine Erfolge aus den alten gewerteten Gefechten mitgenommen, sondern es kommt alles hier in diesen Sprint-Saisons aufs Neue drauf an, sozusagen. Ne? Das bedeutet, wie gesagt, ihr könnt hier bei Rang 10 und bei Rang 9 Gefechte verlieren, wie ihr wollt. Ihr verliert keinen Stern. Ab Rang 8 müsst ihr quasi, wenn ihr ein Gefecht verliert und nicht Zweiter, also und nicht Erster werdet, sondern Zweiter oder Schlechter, werdet ihr wieder Sterne verlieren, aber halt nicht auf 9 zurückfallen. Ist schon quasi die Aussage dazu. Es wird immer so sein, Sterne gewinnt ihr nur dann, wenn ihr das Gefecht gewinnt. Ihr könnt euren Stern sichern, wenn ihr Erster im Verliererteam seid. Und wenn ihr Zweiter oder Schlechter seid, werdet ihr immer einen Stern verlieren. So, und nachdem ihr hier euch dann durchgearbeitet habt zwischen 10 bis, von 10 bis 6, kommt der nächste unumstößliche Rang, nämlich Rang 5. Ihr seht auch anhand der Sterne, wie viele Siege jeweils für den Rang notwendig sind. Hier oben sind es eben 2, da ist es nur ein Sieg. Und hier sind es dann eben 3 Siege pro Rang, die notwendig sind. Was ich hier sehr angenehm finde, ist die Verteilung der, der unumstößlichen Ränge. Ja? Also, dass man als 8er unumstößlich ist, dann geht es weiter bis auf 6. Da muss man sich ein bisschen hocharbeiten, ist ein bisschen eine Durchstrecke. Und dann habt ihr aber Rang 5 erreicht, müsst dann aber auch nur wieder 2 Ränge weiterspringen, seid ihr wieder umstößlich. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Was kann man noch sagen? Wenn ihr Erster werdet, wird es die Liga der Seewölfe nicht geben. Das heißt, ihr könnt danach nicht unter euch sozusagen alle Ersten nochmal gegeneinander battlen, sondern ihr könnt, wenn ihr Erster seid, bekommt ihr eure Belohnung und das war's. Ja, ihr könnt danach diesen Gefechtsmodus nicht mehr fahren. Das ist in der Regel ja dann nur 11 Tage, die ihr vielleicht warten müsstet oder noch weniger Tage, weil ihr vielleicht nicht nur alles an einem Tag schafft. Weiß ich nicht genau. Die Besten dauern, die sind ja immer nur ganz vorne dabei. Die brauchen ja nur gleich, die fahren gleich freitags los und sind abends Rang 1. Also hört man ja immer wieder, wenn man die Statistiken so liest. Von daher, also auf jeden Fall, wenn ihr Erster werdet, seid ihr durch mit dem Thema und habt eure Belohnung bekommen. Was ist noch zu erwähnen? Ihr braucht Service Pass, also Wehrpass Stufe 14. Ihr braucht ein T5-Schiff und zwar nur T5-Schiffe. Egal ob Premium oder Forschungsbaumschiff, aber es ist nur auf T5-Schiffen möglich und eben mit der Wehrpass Stufe 14. Welche Bedingungen gibt es für Division? Da kommen wir jetzt hin. Ja, die maximale Nummer, Anzahl von Spielern in Division sind 2. Also ihr könnt 2 Spieler nehmen und es können wie folgt die Division verteilt werden. In der ersten Saison können es 3 Zweier-Divis sein auf jeder Seite und in der zweiten Saison dann eben 4 Zweier-Divis auf jeder Seite. Das heißt, ihr könntet ein Gefecht haben, 4 Divisionen gegen 4 Divisionen. Ihr werdet aber kein Gefecht haben und das ist ganz wichtig, wo auf einer Seite eine Division fährt und auf der anderen Seite keine Division fährt. Es wird nur Division gegen Division gematcht. Das ist also ganz wichtig, gerade für das Balancing. Ja? Ihr werdet, wenn ihr einzeln spielt, also ohne Division, auch nicht in ein Gefecht kommen können, wo ihr gegen andere Divisionen fahren müsst, sondern immer nur dann gegen Einzelspieler. Wenn ihr aber Division fahrt, werdet ihr immer gegen eine andere Division gematcht. Zumindest 1:1. Also wenn ihr könntet dann in einem Gefecht als Beispiel haben, eure Division und noch 4 weitere Spieler. Ja, und
Einzelspieler, möglicherweise. Das ist möglich, aber eben nicht, dass es eben eine einzelne Division gibt und auf der anderen Seite gibt es 6 Einzelspieler oder so. Das wird nicht passieren. Sonst wird wieder gleich verteilt. Gleiche Anzahl Zerstörer, gleiche Anzahl Kreuzer, gleiche Anzahl Schlachtschiffe, die typähnlich sein sollen. Wie großzügig typähnlich zu interpretieren ist, werden wir dann sehen, wenn das Spiel dann losgeht ab 19.11. Also ab 19.10. entschuldigt. Was könnte noch dabei sein? Ein Flugzeugträger pro Team. Ja, also im 6er-Team könnt ihr einen Flugzeugträger auf jeder Seite haben, aber eben nicht in jeder Divi einen Flugzeugträger. Es wird nur ein einziger Flugzeugträger auf jede Seite gelost werden. Das ist auch hier ganz klar versprochen. Welche Karten wären es? Dreizack, Neuer Morgen, Großes Rennen, Meerenge, Ring und Archipel. Das sind quasi die Karten, die zu spielen sind, also 6 Stück. Alles 3 sehr schöne und Lieblingskarten von mir. Ich freue mich darauf, auf dieser Tierstufe dann unterwegs zu sein mit meiner Julia Cesare möglicherweise. Also, das wird schon richtig geil werden. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wie gesagt, 12 Tage dauert die Season. Hier haben wir nochmal die Uhrzeiten von Freitag, den 19. Oktober 8 Uhr bis 31. Oktober, den Mittwoch 7.30 Uhr. Und dann geht es am Donnerstag darauf wieder los, 8 Uhr morgens bis zum 13. November 7.30 Uhr. Das sind die Geschichten. Das hier habe ich euch alles schon erzählt, was hier steht. Und dann kommen wir zu den Einstellungen. Ihr habt 3 Schlüsselbereiche auf jeder Karte. Die Eroberungszeit dauert 40 Sekunden, das ist in den gewetteten Gefechten immer gleich gewesen. Und ihr bekommt alle 3 Sekunden 2 Punkte, wenn ihr einen Schlüsselbereich erobert habt. Ne? Und wie sieht es mit den Belohnungen aus? Ihr bekommt für Rang 9 Silber, 500.000. Und dann geht es hier weiter, ihr bekommt Signalflaggen, Signalflaggen, Signalflaggen. Da wird euch, ihr werdet nie mehr wissen, wohin mit den ganzen Signalflaggen wahrscheinlich. Geht auf jeden Fall ziemlich zügig, was ihr hier an Flaggenmengen bekommt. Hier nochmal 7 und nochmal 7. Also richtig weit. Und dann kommen wir zu Rang 3 bis 1. Da gibt es dann wieder spezielle Sachen. Wie ihr seht, es gibt keinen Stahl zu gewinnen. Keins. Kein kleines Erzkrümelchen oder Stahlkrümelchen. Nix, kein Sparen. Es gibt dann auf Rang 3 Hydra. Es gibt auf Rang 2 Roter Drache. 5-mal jeweils. Und wenn ihr Erster werdet, bekommt ihr einmalig 5.000 Kohle und das war's. Also, das finde ich fast ein bisschen schade. Ich glaube, dass Stahl hier zumindest wünschenswert wäre. Nicht in rauen Mengen, aber vielleicht 100 oder so als Dankeschön. Ja, wir hätten meiner Meinung nach so 2.500 Kohle gemacht und 500 Stahl oder irgendwie sowas. Das wäre sehr, sehr schön gewesen. So hat auch gleich ein junger Spieler, ein T5-Spieler, der gerade neu in World of Warships ist, gleich mal ein Gefühl dafür, wie selten Stahl ist oder wie viel es bedeutet, Stahl zu bekommen. Das würde meiner Meinung nach hier dem Spiel noch ganz gut tun. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Also, ich finde es richtig geil, dass es was für Spieler geben wird, auch in der unteren Tierstufe. Ich finde es richtig geil, dass Divisionen in die gewetteten Gefechte kommen. Aber ich habe eine Sache, die mir so ein bisschen Gedanken machen. Und zwar wird es eine Menge Kapitäne geben, die World of Warships schon lange spielen. Ich spiele jetzt auch schon über 2 Jahre und habe natürlich 19er Kapitäne. Und kann natürlich jetzt meine T5-Schiffe mit 19er Kapitänen ausrüsten. Was jemand, der vielleicht seit 1 oder 2 Monaten erst spielt, nicht unbedingt parat hat. Es sei denn, er hat Geld investiert und ab EP umgewandelt und so weiter, um das dann in den Kapitän zu stecken. Also in in freie XP und die kann man ja dann ja wieder verwenden. Muss er natürlich sehr intensiv gespielt haben, aber die Erfahrung fehlt dann trotzdem. Und ja, also da habe ich so ein bisschen Angst davor, dass es sehr viele Kamikaze-Schiffe zum Beispiel geben wird. Kamikaze-Zerstörer mit sehr, sehr starken Torpedos, niedrige Entdeckbarkeit und sehr schnelles Nachladen. Also da haben die Schlachtschiffe sicherlich ein schweres Los, gerade weil auf der Stufe noch kein Hydro so aktiv ist. Also noch nicht verbreitet ist. Das ist natürlich meiner Meinung nach ein gewisses Problem. Ich hoffe, dass es genug, dass der Matchmaker irgendwie dafür sorgen kann oder dass es halt irgendwie so stattfindet. Ich weiß nicht, wie es passieren soll, aber dass genau gleichmäßig die Erfahrung verteilt ist. Wenn es erfahrene Zerstörerfahrer sind, dann sollten sie zumindest erfahrene Kreuzerfahrer sein, die dann auch wissen, alles klar, ich sollte hier vielleicht zuerst mal die gegnerischen DDs ausschalten, gerade wenn es eine Kamikaze ist. Das ist dann sehr, sehr interessant, ob das so ins Spiel integriert wird oder ob das, wie die Spiele dann so laufen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir kommentiert, was haltet ihr von diesem Modus? Was habt ihr für Hoffnung? Was habt ihr für Ängste? Vielleicht habt ihr eine andere Angst noch.
die ich jetzt noch gar nicht bedacht habe. Würde mich auf jeden Fall über euren Kommentar freuen. Und damit war es das mit dieser Flaschenpost. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß die nächsten Tage, auch wenn ich nicht noch eine neue Flaschenpost machen kann. Und nachher natürlich im Livestream. Und wenn ihr Bock habt, dann guckt ihr jetzt hier mal links, rechts, blende ich wahrscheinlich gerade ein. Dann nehmt noch an dem kleinen Gewinnspiel teil, das Urlaubsgewinnspiel. Wir verlosen hier so einen Eishockey-Container, große 8. Ja, nehmt einfach dann teil, würde mich freuen. Dann habt ihr noch so ein bisschen was als Giveaway für die Zeit, wo ich nicht da bin. Ne? Also, haut rein, macht's gut und dann bis zum nächsten Video hier auf dem YouTube-Kanal. Bis dann, ciao, ciao. Sea Crowds.